denn alles gut hier? Ja, denn irgendwo? Schaut perfekt aus. Guckt sogar nicht genau hin. Ey. Alles gut. Kannst du nochmal das Gesicht waschen? Das ist total unpassend, ja. Das wird ein Abbruch, aber ist ja egal. So können wir jetzt endlich. Okay, wie ich bin. Also Wolfgang, für dich. Danke. Der Killer von Montabaur. Als der Killer von Montabaur die psychotherapeutische Praxis des Jean Schneider verließ, kannte ihn kaum eine Sau und erst recht kein Mensch, wenn man mal von Schneider absieht. Der war einer, also ein Mensch. Der zumindest verfügte über so etwas wie menschliche Züge, sagen wir meinetwegen Empathie. Soeben hatte er dem Killer gut 1,5 Stunden lang ziemlich besonnen zugehört. 150 Euro kostet so etwas heutzutage, also kostet in etwa die Gewissheit, dass einer mal ein bisschen die Lauscher aufsperrt und nicht nur von sich erzählt. Das Honorar würde die Mutter bezahlen, ganz ohne größere Probleme. Stichwort Portokasse. Und vielleicht würde sie sogar recht bald von einer lohnenden Investition sprechen, wo doch im Killer von Montabaur das Gespräch mit Schneider durchaus positiv nachwirkte. Wahrhaftig ging es dem Killer nach der Sitzung ein wenig besser. Zwar glaubte er noch immer jetzt auf dem Trottoir nahe der Düsseldorfer Altstadt, er würde mit jedem Schritt in ein Nichts fallen, in ein namenloses Loch treten. Allerdings, er zitterte nun weniger, sein Gang war weniger tapsig und auch das Kinn presste er nicht länger und permanent an den Schieber des Reißverschlusses, der seinen Anorak bis hoch zum Kragen verschlossen hielt. Im Übrigen ein sehr sportlicher Anorak, gedecktes Dunkelblau. Chemiefaser zwar, dennoch erste Ware. Diesen Anorak konnte man gut für ein Jackett halten. Eines, das zur Hose passte, zu der Anzughose, die die verantwortlichen Modedesigner an Unterschenkel, Knie und Hüfte sehr eng, elegant eng gehalten hatten. Einzig, den Oberschenkeln wurde etwas mehr Luft, etwas mehr Spiel gewährt, sodass dort Platz war für sehr tiefe und geräumige Hosentaschen, die fast hinab bis zu den Knien reichten und in die der Killer von Montabaur seine Hände vergrub, fast immer zur Faust geballt. Denn den Killer wurmte etwas. Fast immer wurmte ihn etwas. Seit 2 Jahren wurmte ihn etwas ganz besonders. Die Arbeit nämlich, also der Druck, den seine Chefs mit ihrem Wettbewerbs- und Produktivitätswahn auf ihn ausübten. Und natürlich auch der Druck der Mutter, so nach dem Motto, diese Anlagen, solche Förderung, meine Förderung, ja, all die Jahre, da muss doch etwas Ordentliches und so weiter und so fort. Und nicht zu vergessen, der Druck der Freundin, der höchst anspruchsvollen Freundin, was die nicht alles an erlesenen Wünschen auffahren konnte. Und dann, da wir alle die große Gemeinheit, jene Kränkung, die wir mit Freud verbinden, Tag für Tag aufs Neue entdecken und erleben und uns gefallen lassen müssen, gab es ja noch den Druck all derer, die er gar nicht kannte, die ihn aber dennoch beeinflussten. Gerade die, die er nicht kannte, gerade die beeinflussten ihn und übten den allergrößten Druck auf ihn aus. Und das wurmte ihn, dass ein jeder, ob er das gutierte oder nicht, dass ein jeder Einfluss auf ihn ausüben konnte. Was hatten gerade die mit ihm zu schaffen? Und auch, zum Teufel nochmal, diese Fußgängerampel, die ihn jetzt hinüber die Heinrich-Heine-Allee verhelfen sollte und an der er abermals warten musste, weil er sie just und dummerweise in der orangefarbenen Phase erreichte. Wieso nur immer ich, dachte er. Wieso kann ich nicht ein einziges Mal an der Ampel anlangen dann,
wenn sie auf Grün springt. Und tatsächlich verkrampften sich seine Fäuste in den weiten Hosentaschen nun noch ein bisschen mehr. Dass Fußgängerampeln über orangefarbene Phasen verfügen, eine echte Düsseldorfer Spezialität, das fand er nun gar halbwegs interessant und fast hätte er darüber nachgedacht, wie es wohl dazu gekommen sein mochte. Aber als er hinauf die Häuserfassaden blickte, ohne sie freilich zu sehen, verlor er auch diesen letzten Gedanken augenblickslos, gleich wie man seine Jugendlichkeit verliert. Denn jetzt sinnierte er darüber, ob er an der nächsten Ampel nicht links abbiegen müsste, um endlich jenes Parkhaus zu erreichen, in dem er sein Auto rund 2 Stunden zuvor verstaut hatte. Im Übrigen ein vollkommen überdimensioniertes Auto, das ihm seine Freundin aufgeschwatzt und das die Aufnahme eines immensen Kredits notwendig gemacht hatte. So eine regelrechte Karosse also, die derart viele Extras aufweist, dass man sich kaum noch traut, von Extras zu sprechen. So ein Flaggschiff halt, das der Außenwelt vermittels getönter Fensterscheiben die Unsicherheit der Insassen verheimlicht, in etwa so wie Sonnenbrillen das zu tun pflegen. Nur, dachte der Killer von Montabaur, wieso sollte ich jetzt in dieses Auto steigen? Wieso es starten? Dachte der Killer. Wieso losfahren, dachte der Killer. Und wohin überhaupt fahren, dachte der Killer. Arbeiten musste er erst am nächsten Morgen wieder. Und die Zu-Bett-Geh-Zeit war noch lange nicht erreicht. Müdigkeit lässt sich nicht einfach herbeizitieren. Und schon wieder Tabletten nehmen? Er schritt nun vorüber an einer nicht unbedeutend großen Zahl Obdachloser, die ihn wie eigentlich immer nicht um Geld anging. Bei einer Miene wie der seinen war Bettelei ein hoffnungsloses Unterfangen. Das erkannte ein jeder Wegelagerer, war noch so betrunken. Bald erreichte der Killer so ein Geflecht diverser Ladenlokale. Arkaden nennt man das besonders in Düsseldorf ganz gerne, so ein klimatisiertes Shopgeschwür mit Pappmaché-Stuck an den Decken. Mindesthaltbarkeitsdauer 1,5 Jahre. So wie man es eben heute hat. Mit einer Asia Fingerfood-Theke neben dem Laden für exklusive Kaschmirschals und der Papeterie Brennecke, die ganz Düsseldorf schwer beeindruckt mit einer Armada an Füllfederhaltern des Hauses Mont Blanc. Dinge eben, die man erst dann benötigt, dringend benötigt, wenn es einem wirklich gut geht. Unten dann die Tiefgarage, damit die Konsumenten gar nicht erst auf die Gasse treten und sich dem Anblick der Obdachlosen ausgesetzt sehen müssen. Auf Höhe der Papeterie Brennecke überlegte unser Killer von Montabaur, ob er seiner Freundin nicht etwas Schönes noch besorgen sollte. Kleine Geschenke sollen doch. Aber war sie überhaupt noch seine Freundin? War da überhaupt noch etwas zu kitten? War das gestern Abend nicht schon die Ansage, verpiss dich und dein schönes Leben noch? Oder hatte sie nur eine Warnung ausgesprochen? Wenn du deinen Job verlierst, dann... Und tatsächlich jetzt, da der Killer bereits am Ticketautomaten stand, zunächst panisch angesichts dieses letzten Gedankens, erblickte er ein Werbedisplay. Eine Fluggesellschaft, ein Hauptkonkurrent seines Arbeitgebers, warb mit den Worten »Auf und davon, jetzt für 12,99 Euro, ab nach Italien!« »Ihr Vollwichser!« schimpfte er. »Warum verschenkt ihr nicht gleich die Flüge?« Kann ja demnächst 5 Touren am Tag fliegen, ihr Nichtstuer, ihr vollgefressenen Schwätzer, ihr Nichtskönner. Fliegt doch den Vogel demnächst selber über die Alpen. Und jetzt kippte die Stimmung in dem Killer von Montabaur. Die Panik und die Angst,
Seine Zukunft werde sich nur aus einem Bottich voll unerfüllter Erwartungen speisen, wich nunmehr gänzlich der Wut. Die Fäuste verkrampften sich in den weiten Hosentaschen, dass man Angst um die Finger haben konnte, und zu sich sagte er zornig, wie Weiland Hiob: Soll sie sich doch einen anderen suchen, der sie in Nobelkarossen durch Düsseldorf fährt? Soll sie sich einen anderen suchen, der so schicke Uniformen trägt, wieso nicht mal einen Müllmann? Da kann man doch immer so wunderbar angeben und glänzen unter den Freundinnen. Ganz schön schnittig, nicht wahr, mein Kleiner? Einmal im Monat Sex, wenn's hochkommt. Und Kinder vielleicht in 10 Jahren. Ja, ja, alles klar, du alte Egoistin. Such dir einen anderen Deppen. Der Killer von Montabaur zürnte jetzt. Bereits hatte er die Tiefgarage erreicht. Bald würde er in seinem Auto sitzen. Und jetzt? Jetzt nahm er sich seinem Psychiater vor. Nicht Schneider, seinen Therapeuten, den Psychologen, sondern seinen Psychiater, den Mediziner, der den gelben Schein ausstellen darf und der über Jahre hinweg fast nie etwas gesagt und nie Zeit hatte, der ihn eigentlich nicht ein einziges Mal richtig angesehen hatte, der aber bereitwillig die Rezepte herausdrückte, meist für eine Familienpackung Lorazepam, diese ganz wunderbaren, unscheinbaren Pillchen, die noch die größten Ängste wegblasen, die beruhigen, tranquilisieren und die uns in Kombination mit Schmerzmitteln, das weiß ein jeder Pharmazeut, alle zu kleinen oder größeren Godzillas werden lässt, zu HB-Männchen, nicht zu Wutbürgerchen, sondern zu echten Breiviks, zu richtig wütenden Zeitgenossen. Und der Killer von Montabaur, da er endlich in seiner ungeliebten Nobelkarosse hockte, umklammerte das Lenkrad mit einem derart zornigen Gesicht, wie man eigentlich nicht zornig sein kann über ein Lenkrad. Und er dachte an diesen Psychiater, wie der das ganze System nicht eine Sekunde lang hinterfragt und eigentlich nur immerfort höchst schädliche Drogen unters Volk verteilt und sich die Taschen voll macht. Im Grunde genommen ja ein Vollegoist wie seine Freundin. Nur immer wieder ich. Ich, ich, ich. Mein Portemonnaie, mein Orgasmus, meine Anerkennung. Wie sagte doch Schneider noch eben in dem Gespräch? Unsere Anerkennungsmuster sind pervertiert. Steve Jobs beispielsweise. Im Grunde genommen ein Arschloch, ein riesengroßes Arschloch, wird vergöttert, sagte der Psychologe Schneider. Jobs ist der neue Jesus, der Messias. Obwohl er in seiner Scheißfirma mit dem Scheißapfel vorne drauf jeden abrasiert hat, der nicht täglich 100% Leistung erbringen konnte. Täglich 100%. Volle Pulle. Volle Leistung. Täglich. Wer nicht mitkommt, weg. Hinfort mit dem Gewürm. Und dabei schön lächeln und cool aussehen. Entspannt, stressfrei. Was ja auch keine Schwierigkeit ist, wenn man nur die anderen für sich arbeiten lässt und durch viele kleine Schauspielereien und Bluffs den Eindruck erweckt, man sei tatsächlich ein wenig größer, ein wenig schlauer, besser, wertvoller als andere. Das sind unsere Helden. Im Grunde genommen sind die größten Arschlöcher unsere größten Helden geworden, sagte eben noch Jean Schneider, der Psychologe, der humanistische Psychologe, wie er sich etwas altertümlich manchmal selber schimpfte. Und unser Killer von Montabaur? Unser Killer fand sich plötzlich auf der Autobahn gen Süden vor.
Sein Plan war das nicht gewesen. Irgendetwas hatte sein Auto durch Düsseldorf und dann auf die Autobahn geleitet. Eine unbewusste Handlung? Wo wollte er hin? Wo will ich hin? Nach Hause? Nach Montabaur vielleicht? Eigentlich ja für Kinder eine wunderbare Gegend, dachte der Killer. Nicht zu groß und nicht zu klein. Ob ich nicht einfach wieder nach Hause soll? Zu den alten Kameraden? Aber die hatten ihm schon während der letzten Besuche zu verstehen gegeben, dass er jetzt nicht mehr wirklich ins Dorfgefüge passe, so als Großstädter und Großkopferter, wie manche auch sagten, mit dieser Nobelkarosse und dem beschmückten Blondinchen an der Seite. Und außerdem die Mutter wieder täglich sehen, seine Mutter, die ihm nur immerfort das sogenannte Faulfieber attestiert hatte und kein Erbarmen zeigte, nie, auch zu Schulzeiten nicht. Mühe machte ihm das Abitur ja schon, das ging ihm nicht so leicht von der Hand. Aber aus dem Bub muss ja was Ordentliches werden. Auch die Mutter wollte ja nur, wie der Killer jetzt dachte, wollte ja bei Edeka nur etwas Ordentliches erzählen können über ihren Sohnemann, dass er es gepackt hätte, Eigentumswohnung inmitten von Düsseldorf, am schönen Rhein. Und vielleicht, so die Mutter, vielleicht würde sie ja auch bald in Düsseldorf leben, am Rhein, am schönen Rhein, gemeinsam mit Sohn und Schwiegertochter, auch nur egoistisch, dachte der Killer. Auch der Mutter, selbst der Mutter geht es ja nicht wirklich um mich. Und da machte er kehrt, fuhr die Autobahn wieder zurück in Richtung Düsseldorf und war für ein paar Minuten der festen Überzeugung, er würde einfach bei seinem besten Freund anrufen, ob er nicht bei ihm übernachten könne und so weiter und so fort. Und fast lächelte er jetzt ein wenig am Steuer seiner Nobelkarosse. Aber da fiel ihm der letzte Zwist mit seinem Freund ein. Geiz hatte er ihm unterstellt, weil er in den Lokalen nie bezahlte, sich immer aushalten ließ, rechtzeitig vorm Bezahlen aufs Klo verschwand oder einfach sagte, er habe kein Geld dabei. Und er machte seinen Freund darauf aufmerksam, dass er selbstgebastelte Geschenke im Grunde genommen echt scheiße fände. Dass er sich diesen Bastelscheiß allenfalls noch von 5-Jährigen gefallen ließe und er es satt habe, nur von Leuten umgeben zu sein, die das Weihnachtsfest als Gewinn- und Verlustrechnung ansehen, so nach dem Motto 200 von Oma, 3000 von der Mama und rausgehen 2 Euro für den Kleber und dann das bunte 120 Gramm Papier von Brennecke für 7,20 Euro. Da bleibt was über für mich. Egoist, dachte der Killer. Auch sein bester Freund, einfach nur ein Egoist, ein Geizhals, damit er seine Scheißhäuser in dem verschissenen Benrather Häuschen komplett mit Carrara-Marmor ausstaffieren konnte. Dafür war Geld da. Aber nur ein einziges Mal dem sogenannten Freund ein Bier ausgeben? Nein. Diesen Halunken jetzt anrufen, oder gleich bei ihm vorbeifahren und nach einem Bett und einem Ohr fragen? Der stellt doch am Morgen eine Rechnung, dieses Arschloch, dachte der Killer, während er mit über 200 Stundenkilometern in eine Baustelle raste und wohl geblitzt wurde. Egal, ich bin doch nicht bescheuert. Ihr könnt mich alle mal, und auch du, da er an eine Ausfahrt durch den Namen eines Stadtteils an einen alten Kollegen erinnert wurde, auch du, der du nur Umgang mit mir pflegst, weil ich dir günstig Flugtickets beschaffen kann, auch du bist ja nur Egoist. Opportunisten und Egoisten und Egoisten und Opportunisten überall. Wie du mir, so ich dir? Ein Geben und Nehmen? Blödsinn! Bullshit! Keiner gibt mir! Das ist die Wahrheit! Und so ging der Killer von Montabaur einen nach dem anderen durch und beschimpfte ihn und alle
auf das Übelste und er bemerkte gar nicht, wie es dunkel wurde und wie er seine Karosse wieder volltankte und wie er fuhr über diese und jene Autobahn und wie er aus welchem Grund auch immer im Morgengrauen tatsächlich wieder in Richtung Düsseldorf, in Richtung Flughafen, in Richtung seines verhassten Arbeitgebers fuhr. Der Letzte, den er beschimpfte, war Schneider gewesen. Auch er, natürlich, dachte der Killer, auch Schneider war natürlich nur ein Egoist, aber an dessen letzte Worte erinnerte sich der Killer ganz genau. Schneider hatte den Killer auf Selbstmordgefahr hin abgeklopft und führte ihm hernach sinngemäß im Stile eines großen Humanisten aus. Wer auch nur einen Menschen liebt, der bringt sich nicht um. Der passt auf, wie Brecht oder eine seiner Frauen so schön sagte, der passt sogar auf, dass ihn kein Regentropfen erschlägt. Oder Schiller. Ja, yeah. Wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund, stehle weinend sich aus diesem Bund, wiederholte sich der Killer von Montabaur unnötigerweise noch einmal, und tatsächlich rann dem Killer eine Träne hinunter die Wange. Natürlich werden dort hinten auch zwei oder drei süße Kinder hocken, unschuldige und süße Kinder. Aber wo wachsen sie denn auf? In welcher Welt? Was sollten Scheusale anderes kreieren können als Scheusale? Und man wird sagen, hätte er sich nicht einfach auf irgendwelche Gleise legen oder von der Brücke springen können? Nein, sagte der Killer von Montabaur zu sich, ich will aufräumen, ich werde aufräumen und meinen Teil dazu beitragen, das Arche-Noah-Prinzip. Und er parkte sein Auto in jener Tiefgarage, die den Bediensteten des Flughafens vorbehalten ist. Er griff nach seinem Necessaire, worin auch die vielen Tabletten verstaut waren, und machte sich überpünktlich auf den Weg zur Arbeit. Ein paar Stunden später, als der Killer von Montabaur seinen Vogel bereits in das Gesteinsmassiv der französischen Alpen hatte donnern lassen, brachte Gott oben im Himmel, anders als die Erdlinge, dem Killer von Montabaur ebenso viel Verständnis entgegen wie den anderen 1212 Menschen, die er in diesen Minuten am großen Tore zu begrüßen hatte. Schließlich ist doch die Güte Gottes unermesslich. Juhu. Das ist eine tolle Geschichte. Yeah. Und wenn man so große Erwartungen sät, war sie absehbar? Nein, finde ich nicht. So, jetzt bist du. Willst du? Ich sage nicht, wenn du nicht willst. Wenn du nicht willst, ja. Willst du, Klaus? Du, Wolfgang?